Willkommen zurück zu einer weiteren Sprint to Glory hier auf meinem Kanal. Heute als Ralf Rangnick bei Manchester United. Es wurde sich gewünscht und ihr bekommt es und ich habe da auch Bock drauf. Aber heute nicht im normalen Sprint to Glory im Format, sondern heute im Format der Beginn einer Ära. Das habe ich ja schon mal in FIFA 21 gemacht. Also so ein bisschen meine Interpretation von Sprint to Glory. Und zwar, dass wir einfach drei Saisons in die Zukunft springen und gucken, wie erfolgreich das Team mit vor allem sehr realistischen Transfers werden kann. Und Ralf Rangnick zunächst mal jetzt als Trainer und dann als beratender Teammanager. Das ist auf jeden Fall ein Beginn einer neuen Ära bei Manchester United. Ihr habt es euch gewünscht und ihr bekommt es auch. Und ich habe wirklich Bock auf dieses Projekt. Ja, wir starten hier rein bei Manchester United am 3. Dezember. Das Video sollte am 5. Dezember online kommen und haben gerade 2:1 gegen Arsenal, wie in der Realität leider auch, gewonnen. Stehen hier aber tatsächlich noch etwas schlechter da als in der Realität. Einfach Platz 12 mit dieser Mannschaft ist komplett krank. Aus dem FA Cup sind wir auch schon, Carabao Cup sind wir auch schon raus. Und in der Champions League könnten wir tatsächlich auch rausliegen, wenn wir gegen Bergamo nicht das nächste Spiel zumindest mal unentschieden spielen. Die Mannschaft, die ist ja eigentlich unfassbar gut, die Manchester United hat. Das wissen wir. Und wir springen jetzt erstmal in den Januar. Wir übernehmen an diesem Zeitpunkt hier das Traineramt offiziell als Ralf Rangnick. Und ja, die erste Saison, die erste halbe Saison, da wird jetzt noch nicht so viel passieren. Danach geht es dann erst so richtig los. Ja, und der Start für Rangnick hier als Trainer war richtig gut. 2:0 gegen Crystal Palace, 2:2 gegen Bergamo, genau das, was wir gebraucht haben. Klare Siege gegen Aufsteiger Norwich und Brentford, 3:2 irgendwie gewonnen gegen Brighton Hove Albion, dann 2:2 gegen Newcastle und Burnley. Das sind ordentliche Ergebnisse, die einen jetzt wirklich wieder voll und ganz in die Champions League-Ränge auch reinkatapultieren. Nächstes Spiel wichtig gegen die Wolves. Jetzt im Winter treffen wir aber die ersten Entscheidungen für die Zukunft. Und das geht natürlich vor allem, es geht dann natürlich dabei vor allem um Verträge. Und da werden wir einige schweren Herzens auslaufen lassen. Paul Pogba wird den Verein 100% in echt verlassen. Lingard, denke ich auch, dass er den Verein verlassen wird. Edinson Cavani ist auch einfach nicht mehr langfristig gut genug für dieses Team. Hier mit Hogeverf hatte ich keinen Grund zu verlängern. Bei Lee werden wir auch auslaufen lassen, weil ich Pläne habe auf der Innenverteidigerposition. Mata zu alt und Grant ist auch, ja, einfach mit seinen 38. Er ist zwar ein absolut geiler Typ, aber seine Karriere hier bei United ist auch beendet. Also alle Spieler hier, alle 7 Spieler, werden wir im Sommer verlieren. Auf der einen Seite werden wir also mit bei Lee einen Innenverteidiger verlieren, auf der anderen werden wir einen holen, einen deutschen Landsmann für Ralf Rangnick vom FC Bayern München. Niklas Süle erfüllt sich seinen Traum der Premier League und wird hoffentlich neben Varane hier die Zukunft in der Innenverteidigung bilden. Niklas Süle. Mal gucken, ob er in echt den FC Bayern verlassen wird oder ob er bleiben wird. Jetzt ist es, glaube ich, aktuell absolut 50-50. Und hier bei uns wagt er den Schritt in die Premier League zu Manchester United. Das Ganze natürlich dann erst im Sommer. Heißt, wir haben unseren Job hier erledigt. Pogba wird uns verlassen. Mal gucken, wohin. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Werden wir am 1. Februar einmal raufgucken. Ansonsten geht es für uns jetzt gleich in den Sommer. Ja, es gibt tatsächlich Gewissheit bei Pogba. Er geht tatsächlich hier zu Barca. Also das wird in echt, denke ich, auf gar keinen Fall passieren. Er hat also schon einen neuen Vertrag unterschrieben. Ist damit aber der Einzige, der bereits einen neuen Verein gefunden hat. Und damit rein in den Sommer. Mal gucken, wo wir am Ende stehen. Juni 2022, die erste halbe und wahrscheinlich auch letzte halbe Saison für Ralf Rangnick als Trainer von Manchester United ist beendet und sie endet schmerzhaft, nämlich mit dem 5. Platz in der Tabelle. Und das bedeutet nur Europa League im nächsten Jahr. City wird Meister vor Liverpool. Es war alles sehr, sehr eng. 6 Punkte trennen uns gerade mal von dem Meistertitel. Aber am Ende sind wir halt 6 Punkte vom Meisterschaftstitel entfernt und vor allem einen einzigen Punkt von der Champions League. Und das ist das, was richtig wehtut. FA Cup geht an Chelsea, Carabao Cup an City. Beide Wettbewerbe sind sehr, sehr früh ausgeschieden. Chelsea holt auch den Supercup. PSG gewinnt mit Messi, Neymar und Mbappé die Champions League, AC Mailand die Euro League und Tottenham auch noch die Conference League. Das bedeutet, wir sind hier als Trainer
zwar am Ende sozusagen. Könnt ganz schnell einmal hier rauf gucken, wer die meisten Tore gemacht hat. Das ist Cristiano Ronaldo, meiste Vorlage gegen Jadon Sancho. Als Trainer ist unser Job hier sozusagen beendet. Natürlich nicht wirklich, aber jetzt geht es ja erst richtig los mit dem Team-Manage-Teil. Wir werden die Mannschaft nicht komplett verändern, aber dann doch auf ein paar Stellen. Denn eigentlich ist diese Mannschaft ja absolute Weltklasse. Die neue Saison wird uns vor allem vor eine Aufgabe stellen und die steht in dieser E-Mail. Pogba hat den Verein verlassen. Er muss ersetzt werden. Niklas Süle ist angekommen im Verein, bei Lee, Lingard und Co. sind auch weg. Heißt, Süle wird auf jeden Fall unser neuer Innenverteidiger erstmal werden, der hier ja die Zentrale hoffentlich etwas besser zusammenhalten wird als Maguire. Maguire wird degradiert, auch als Kapitän. Nicht mehr erste Wahl. Es wird auf jeden Fall Niklas Süle spielen, denn Niklas Süle ist ja im Vergleich zu Maguire ein viel besserer Innenverteidiger in meinen Augen. Viele werden da zustimmen. Und ja, Maguire erstmal raus, aber eine Baustelle habe ich ja gerade besprochen, die Nachfolge von Paul Pogba. Ja, und für mich gibt es zwei Kandidaten, eigentlich drei. Tchouaméni und Tielemans. Aber ein Fakt, der spricht einfach krank doll für Tielemans. Und das ist, dass sein Vertrag ausläuft im nächsten Jahr. Bedeutet, er sollte ziemlich günstig sein. Also klar, wenn du Paul Pogba gerade für ablösefrei verloren hast, dann ist irgendwie nichts mehr günstig. Dann sind auch 80 Millionen für Tielemans nicht günstig. Aber für einen Spieler seiner Klasse ist es doch, also ein Spieler aus der Premier League seiner Klasse, ist es doch ein echt humaner Preis, fast schon gesagt. Auch wenn es natürlich trotzdem eine irre Summe ist. Schlüsselspieler 5 Jahre, ein ordentliches Gehalt, Juri Tielemans, endlich bei einem absoluten Top-Club. Jeder, der den Karrieremodus 1-2 Jahre gespielt hat, weiß, das muss einfach eines Tages passieren. Und da ist er also, Juri Tielemans, sehr starkes Lächeln hier, mit der Nummer 8 im Old Trafford vorgestellt. Er ist also unser Nachfolger für Paul Pogba. Und da wir diese wichtige Frage jetzt geklärt haben, können wir uns auch um Abgänge beispielsweise kümmern. Ja, und die Liste ist lang. Ja, die Liste ist richtig lang, was direkte Abgänge angeht, nicht wirklich, aber viele Spieler, die wir verleihen wollen, Spieler, die nochmal eine Chance bekommen sollen bei einem anderen Verein, das sind wirklich viele. Wir werden garantiert nicht alle verliehen bekommen. Ich möchte hier keinen harten Umbruch durchziehen, weil es auch einfach nicht nötig ist, weil diese Mannschaft wirklich schon ein sehr gutes Niveau hat, das ist gar keine Frage, aber auf einigen Positionen muss halt einfach was getan werden. Kapitänsbinde wird, denke ich mal, an De Gea übergeben werden. Rashford ist zwar auch da ein Kandidat oder Bruno oder auch Ronaldo, von mir aus auch McTominay eines Tages, aber aktuell würde ich da ganz klar De Gea sagen, dessen Vertrag auch auslaufen wird. Darum werden wir uns auch noch im Sommer kümmern, mit den Stammspielern schon mal zu verlängern. Aber ganz ehrlich, diese Mannschaft hier, die wird sich in dieser Saison 100% für die Champions League qualifizieren können. Matuidi ist übrigens nur nicht auf der Transferliste, weil er seine Karriere beenden wird nach dieser Saison. Ja, und ansonsten viele interessante Talente, wie beispielsweise ein Diallo auf der Leihliste, ein Shawtire, ich weiß nicht, wie man den richtig ausspricht, Pellistri. Wirklich gute Talente, die durchaus eigentlich das Potenzial haben, im europäischen Fußball sich festzusetzen auf lange Sicht. Martial habe ich nicht auf die Transferliste gepackt, weil ich mich einfach nicht von ihm trennen kann. Ich finde, er gehört zu United. Also ich kenne Manchester United gefühlt die Hälfte meines Lebens nur mit Martial und er gehört für mich einfach irgendwie zu diesem Team dazu. Zumal es auch schwierig werden wird, einen Spieler zu finden, der sich ja einigermaßen freiwillig hinter Ronaldo auf die Bank setzen wird, auch wenn Martial das auch nicht wirklich tut, aber er kann ja auch auf dem linken Flügel spielen. Chong kann das zwar auch, der wird jetzt aber verliehen nach Genk und Pellistri wird 2 Jahre nochmal nach Spanien verliehen. Alle weiteren Transfers werdet ihr am Ende der Transferphase im Überblick präsentiert bekommen, einfach damit wir da schneller durchgehen, weil wirklich wichtige Abgänge sind da ja nicht dabei. Viel wichtiger finde ich, die Verträge mit unseren Stammspielern zu verlängern. Dazu gehört David De Gea. Er will sogar nur noch Rolle wichtig. Heißt, vielleicht mal eine Chance, Henderson zu spielen, den wir aber auch eigentlich ja verleihen wollen. So, Gehalt ein bisschen weniger ist, denke ich, schon fair.
Ja, kriegt nicht wirklich weniger durch die Boni, aber er ist 3 Jahre nochmal an den Verein gebunden. Auch mit Luke Shaw konnten wir verlängern, bei ihm sind sogar ganze 4 Jahre. Auch der allerwichtigste Vertrag ist der mit dem Ritter, mit Marcus Rashford. 4 Jahre für ihn obendrauf, das läuft. Das ist wirklich wichtig für Manchester United. Nicht nur als Spieler, einfach auch als Mensch ist dieser Typ wirklich absolute Weltklasse. Dementsprechend bin ich sehr zufrieden, mit ihm verlängert zu haben. Wir haben jetzt einige Verträge, die noch auslaufen, mit Ronaldo unter anderem. Da werden wir uns im Winter zusammensetzen, weil der natürlich auch erstmal gucken will, wo wir am Ende stehen werden. Weil 2 Jahre in der Euroleague wird er sich nicht geben im Alter von 38. Dalot, gucken wir mal. Fred, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir ihn auslaufen lassen. Und damit geht es jetzt rein in den Saisonstart. Das wollen wir einmal hier selbst in der Live-Simulation miterleben. Lustige tatsächlich gegen Crystal Palace, also gegen die es dann im letzten Jahr im Winter losging. Was wird es hier zum Saisonstart? Nur ein 2-2. Van de Beek als Joker. Süle in seinem ersten Spiel gleich eine rote Karte. Ja, perfekt. Ja, die Transferphase, sie ist beendet und ich bin wirklich nicht zufrieden mit der Transferphase. Auf Seiten der Zugänge mit Süle und Lindelöf absolut, aber wir haben zu wenig Spieler abgeben können. Garner, Henderson, Williams verliehen, Chong verkauft, Pelistri noch verliehen und dann halt nur noch Tielemans und Süle bekommen. Bedeutet, dass wir einfach noch unfassbar viele Spieler hier auf der Transfer- bzw. Leihliste haben, die den Verein noch nicht verlassen konnten. Das bedeutet, dass der Kader extrem riesig ist. Das bedeutet, dass der Co-Trainer immer mal wieder Spieler reinwerfen wird, die eigentlich nicht spielen sollen. Und das bedeutet, dass wir schlechtere Ergebnisse bekommen werden. Krass ist, dass es keinen Top-Transfer über 100 Millionen gibt. Wir sind mit Tielemann sogar auf der 2. Das ist heftig. Und damit rein in den Januar. Mal gucken, wie es lief. Und mal gucken, ob Ronaldo seinen Vertrag verlängern will. Januar 2023 blicken wir kurz und schmerzlos drauf. Wieder 5. Aber wieder ist es extrem eng vorne. 6 Punkte sind es wieder auf den ersten Liverpool. Und das bei einem Spiel weniger. Also eigentlich sind wir ganz gut dabei, wenn wir jetzt gegen Crystal Palace gewinnen sollten. Wir haben weiterhin vor, natürlich einige Spiele abzugeben, aber wir haben natürlich auch vor, nochmal einen Vertrag zu verlängern, und zwar den mit Cristiano Ronaldo, der immer noch eine 87 hat. Vorher nochmal der Blick auf die anderen Wettbewerbe, wo es eigentlich auch ganz gut laufen sollte. Im Pokal sind wir schon ausgeschieden, im FA Cup nicht, aber im Carabao Cup gegen Liverpool. Das kann mal passieren und ja, Champions League sind wir ja leider gar nicht erst vertreten, aber in der Euroleague, und da sind wir auch weiter als Gruppenerster ohne Niederlage. Und jetzt ins Gespräch mit Krisch. Im Alter von 37 Jahren konnte er immerhin noch 9 Tore in der Hinrunde beisteuern und ja, wird weiterhin, ich mache noch Schlüsselspieler, immer noch höchste Ansprüche, so kennen wir Cristiano Ronaldo. Wir machen erstmal nur 1 Jahr, wenn er damit einverstanden ist, ist er natürlich. In diesem Alter ist das auch absolut verständlich. Und dann, ja, mal gucken, ob wir ihn dann noch wirklich brauchen. Das hört sich scheiße an. Ein bisschen vom Gehalt muss er einbüßen, aber ich denke, damit ist er zufrieden. Und 1 Jahr noch Ronaldo und dann vielleicht neuer, das werden wir mal sehen. Gleichzeitig habe ich noch die Verträge mit Bishop und Heaton verlängert. Das sind einfach, ja, unsere Backup-Keeper. Und dann ist halt die Frage, ja, Fred, 4 Einsätze, da müssen wir auf gar keinen Fall verlängern. Dalot, 6 Einsätze ist eigentlich ein perfektes Backup, meiner Meinung nach. Und deshalb kriegt er hier viel zu viel Geld, aber einen neuen Vertrag. Die restlichen Verträge lassen wir allesamt auslaufen. Also wird Fred uns im Sommer verlassen. Ebenso wie Galbraith, Tuansebe, Martelt und Phil Jones, der ja seit Ewigkeiten hier spielt und seit Ewigkeiten absolut keine Rolle mehr spielt. Das Ende unserer ersten ganzen Saison haben unsere leichten Kaderveränderungen bereits etwas gebracht. Wir sind gleich an den Sommer gesprungen und sind Meister. Meister mit Manchester United. Wow. Cristiano Ronaldo erfüllt sich einen absoluten Traum. Wird nochmal mit United Meister, aber diese Mannschaft hier sieht ja auch einfach nur brutal aus. De Gea nochmal auf eine 88 gegangen, Juan auf eine 86, Varane 88, Süle 86, Shaw 85, Tielemans 87, neben McTominay mit einer 83, wo wahrscheinlich häufig auch Van de Beek gespielt haben wird, der auch unfassbar stark aussieht. Sancho 91, Fernandes 90, Rashford 90 und Ronaldo immer noch mit einer 86. Und deshalb meine ich ja, wir müssen hier ja nicht viel machen. Es läuft ja eigentlich, es braucht nur irgendjemand, der hier die Mannschaft koordiniert und mal sagt, was eigentlich
Sache ist. Und das hat geklappt, zumindest mal in der Liga. Und auf die anderen Wettbewerbe blicken wir jetzt natürlich auch noch sofort. Vor allem die Euroleague ist natürlich sehr interessant, weil die können wir natürlich eigentlich easy mitnehmen. Sind auf jeden Fall in der nächsten Saison in der Champions League. FA Cup das Finale verlieren wir gegen Stadtrivalen City. Liverpool gewinnt den Carabao Cup. Die Champions League geht an Real Madrid. Und wir verlieren das Euroleague-Finale gegen unseren Ex-Spieler Paul Pogba und den FC Barcelona. Leicester gewinnt die Conference League. Die geht also zum zweiten Mal in Folge nach England. Und damit, ja, steht eine sehr, sehr gute Mannschaft hier, wo wir mal nochmal kurz auf die persönlichen Statistiken raufgucken werden. Meiste Spiele De Gea, meiste Tore, Fernandes vor Rashford, Ronaldo mit 21 Dritter und meiste Vorlagen, denke auch Bruno Fernandes, genau, mit Rashford zusammen, so ungefähr. Tielemans auch 12 vorgelegt, 6 Tore gemacht, super Transfer, Sancho macht auch ordentliche Werte, Greenwood auch sehr stark und ganz ehrlich, ich persönlich sehe ja Greenwood als den Nachfolger von Ronaldo. Auch in diesem Fall will ich eigentlich nicht groß transferieren. Dann bräuchten wir zwar einen neuen Flügel-Backup, aber das ist auf jeden Fall leichter als einen Top-Stürmer zu finden. Und Haaland, ich glaube mittlerweile einfach nicht mehr, dass Haaland zu United geht. Für mich wird Haaland entweder zu City oder zu Real Madrid gehen. Und damit rein in Saison Nummer 3, wenn man so will. Eigentlich, ja, die zweite volle und ganze Saison. Als amtierender englischer Meister starten wir in die neue Saison mit einem echten Top-Transfer. Und zwar Christopher Nkunku kommt für 80 Millionen von RB Leipzig gerade einmal. Und das, weil sein Vertrag im neuen Jahr ausgelaufen wäre. Ein kleiner Schnapper, ein Spieler, den ich mir auch sehr gut in echt bei United vorstellen kann. Er kann auf dem Flügel spielen, er kann als Stürmer spielen und er kann vor allem auch als Zehner spielen. Und das bedeutet, er deckt eigentlich alle Positionen in der Offensive ab. Und deshalb bin ich mir auch sicher, dass er trotz starker Konkurrenz auf seine Einsatzzeiten kommen wird. Aber Nkunku sollte nicht der einzige mindestens 80 Millionen Euro Transfer sein, denn für 85 Millionen kommt Declan Rice vom FC Arsenal, in echt spielt er auch in London, aber bei West Ham, zu Manchester United. Er ist einfach sinnvoll, weil wir ja unter anderem beispielsweise Fred abgegeben haben und er hat mit einer 85 zwei Gesamtratings mehr als McTominay, der bis jetzt die 6er-Position bei uns gespielt hat. Und wenn wir uns jetzt mal die Mannschaft angucken, dann stellen wir fest, die ist so brachial gut, dass man in diesem Jahr eigentlich die Champions League holen muss. Also wir müssen jetzt gleich noch ein paar Verträge verlängern, aber ganz ehrlich, dieses Team hier ist im Kollektiv so stark, dass ich wirklich glaube, dass die Champions League in diesem Jahr nochmal nach United gehen könnte. Und das wäre doch das perfekte Ende für Cristiano Ronaldo, oder nicht? Der erste Vertrag, den wir verlängern, ist mit Wan-Bissaka, das Ganze für 4 weitere Jahre. Ansonsten einigen wir uns noch mit Lindelöf auf einen 3-Jahres-Vertrag, das Ganze als Rotationsspieler. Ja, bei Telles werde ich erstmal abwarten, der ist halt jetzt schon 30, mal gucken, ob da jetzt irgendwie ein krasser Einbruch kommt. Bei Ronaldo warten wir auch erstmal wieder, gucken uns das Ganze an. Maguire können wir uns auch überlegen, ist halt auch schon 30 und Martial werden wir auch mal abwarten. Aber grundsätzlich habe ich ja gesagt, dass ich ihn schon hier behalten möchte. Ansonsten haben wir einige Spieler noch auf der Transferliste. Das Ganze seht ihr aber gleich im Überblick, weil wirklich große, wichtige Spieler sind nicht auf der Liste. Die Transferphase, sie ist beendet und es war eine sehr, sehr gute für uns. Ndidi wird einfach der Nachfolger von Declan Rice bei Arsenal, Osimhen zu Leicester und Jesus zu Inter Mailand. Was steht denn hier über Marcus Rashford in Glanzform? Ja, wir sind wirklich in Glanzform. Die ersten 3 Spiele alle 1-3 gewonnen und den FA Community Sheet haben wir auch gegen Manchester City gewinnen können mit 2-3 und haben auch die Spiele abgeben können, größtenteils die wir abgeben wollten. Diallo verliehen, Shawtire verliehen, Mabry verliehen, Devin verliehen, Larratt verliehen, Mengi verliehen, Garner verkauft, Elanga verkauft, Williams verliehen. Ich glaube, das war's. Genau, da sind noch unsere Neuzugänge. Macht ein dickes Transferminus, was wir uns hier auch mal ganz kurz nochmal angucken können. Hier 165.000 zu 8,6 Millionen Eingenommenen. Also 165 Millionen zu 8,6 Millionen, die wir eingenommen haben. Das ist schon dick, aber dafür haben wir auch, ja, vielleicht den besten Kader der Premier League. Jetzt sind nur noch 2 Spieler hier, die wir loswerden wollen. Die könnten wir theoretisch auch freigeben, aber müssen wir jetzt auch nicht machen.
Die Mannschaft sieht krank aus, wir springen in den Winter und ich bin sehr gespannt, wie es laufen wird. Angekommen im Januar, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es lief. Ich glaube, es lief gut, aber ich weiß es wirklich nicht. Ich habe nichts gesehen, außer halt den Saisonbeginn, genauso wie ihr auch. Gucken wir auf die Premier League, nur Dritter, aber nur 4 Punkte hinter Chelsea. Alles gut, 5 Niederlagen, little bit too much, but okay. Dann FA Community haben wir ja gesehen. FA Cup sind wir noch drin, Carabao Cup sind wir immer wieder rausgekegelt gegen Liverpool. Kann passieren, Champions League sind wir weiter gegen Piemonte Calcio, Gruppenerster geworden, zwar knapp, aber Gruppenerster geworden und das ist ja das, was zählt. Die Mannschaft sieht brutal aus, also dieses Team, ich glaube, die wird auch mal wieder in diesem Jahr Meister, aber das werden wir sehen. Gucken wir kurz mal hier auf die Statistiken, haben die Spieler gespielt, die spielen sollen, Torwartposition klar, links auch klar, Maguire hat mehr Spiele als Niklas Süle. Okay, also vielleicht sind wir Maguire doch nochmal verlängert, weil 29 Spiele, 2 Tore, eine Vorlage, spricht für sich. Varane, Stammspieler, Wan-Bissaka, Stammspieler, so soll das sein. McTominay hat fast gar nicht mehr gespielt, ein bisschen schade. Declan Rice, oh, nicht so richtig viel, aber ich denke Van der Beek wird viel gespielt haben dafür. Rashford, Sancho, beide sehr viel. Tielemans, Stammspieler, ja, Van der Beek und Rice, die wechseln sich so ein bisschen ab, das finde ich eigentlich ganz gut. Kunku ist auf seine Einsätze gekommen, da hatte ich ein bisschen Sorge, aber er hat es hinbekommen. Greenwood, super viele Einsätze, richtig, richtig geil. Und Cristiano Ronaldo und Martial ungefähr auf Augenhöhe. Ronaldo immerhin noch 8 Tore, aber ob wir jetzt nochmal mit ihm verlängern wollen, weiß ich nicht. Also wenn ein Verein reinkommt, wo ich ihn sehen würde, dann denke ich, lassen wir ihn ziehen. Ansonsten werden wir aber noch ein paar Verträge verlängern und zwar werde ich verlängern mit Telles, Martial und Maguire, die haben sich das verdient. Heaton beendet so oder so seine Karriere. Das Ende der Saison, ich bin sehr gespannt, ob wir vielleicht irgendwie Titel holen konnten. Ich bin optimistisch. Ich sag, wir haben 3 Titel geholt. Komm, hit me, give me something, let's go. Premier League, Erster. Erster, 1 Punkt Vorsprung vor City, 2 Punkte vor Everton und 5 Punkte vor Liverpool. Wo ist Arsenal? Gerade mal 9. Wir gucken weiter. Wir gucken auf den FA Cup. Ach, schade, da sind wir ausgeschieden gegen Leicester im Halbfinale. Carabao Cup geht an Liverpool. Hatte jetzt hier Leicester gewonnen oder Liverpool? Leicester hat den gewonnen. Und damit auf die Champions League. Hat Ronaldo die Champions League nochmal gewinnen können? Come on, nein! Wir verlieren das Finale gegen Atletico. Oh, das tut so weh. Das tut so weh. Die Euroleague geht an Sporting, die das Finale einfach gegen Paris gewinnt und Villarreal gewinnt die Conference League. Aua, aua, aua. Das wäre zu geil gewesen. Das wäre zu ein geiler Abschied für Ronaldo gewesen. Aber er wird den Verein jetzt verlassen, 1982. Ich hoffe, er geht zurück zu Sporting oder sowas. De Gea, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut immer noch. Was heißt immer noch? Er hat einfach eine 91 mittlerweile wieder. Wie in seinen besten Zeiten. Ja, Shaw macht einen super Job. Maguire, einfach Stammspieler wieder. Hat sich durchgesetzt gegen Niklas Süle so ein bisschen. Varane und Süle trotzdem mega krass. Lindelöf, perfektes Backup. Rechts, ja, Wan-Bissaka. Ist absolut solide, 86, was viel besseres kriegst du in FIFA nicht. Ja, McTominay spielt halt gar nicht mehr, was ich ein bisschen schade finde. Declan Rice, sehr guten Schritt gemacht auf eine 87. Rashford 91, Sancho 91, Tielemans 88, Van de Beek 86, Bruno 91. Und Kunku bleibt bei der 87, hat aber richtig viel gespielt. Und Mason Greenwood auf der 86 und wahrscheinlich wird er der Nachfolger von Ronaldo auf der Stürmerposition. Ronaldo macht in seiner letzten Saison nur noch 12 Tore und ich denke, dann wird Ronaldo mit 39 auch ja, selbst einsehen, dass jetzt vielleicht nochmal zu Sporting oder so zurückkehren die richtige Entscheidung ist. Martial auch nochmal stark, ich denke, der wird dann auch den Großteil als Stammspieler gespielt haben und damit gehen wir in die nächste Saison, gewinnen wieder die Meisterschaft, aber jetzt will ich nochmal die Champions League, vor allem, da wir ja jetzt auch in die letzte Saison gehen und dort spielen wir immer nochmal ein Spiel selbst in diesem Format, also so ähnlich wie in der Sprint to Glory und eventuell halt das Champions League Finale, wenn sich das so ergibt. Ja, ich hatte mir für die dritte Saison ernsthafte Gedanken über eine Ronaldo-Nachfolge gemacht, aber die Geschichte ist einfach zu geil. Und zwar hat Ronaldo anscheinend plötzlich seine Karriere beendet, also ohne Grund. Oder gibt es Ronaldo noch? Weil er ist ja zu den freien Spielern gegangen jetzt.
weil wir seinen Vertrag nicht verlängert haben. Und plötzlich ist da dieser unfassbare Regen, der so krank aussieht. Ich denke, wir werden den holen. Oder? Also ich hätte da schon mies Bock drauf. Ich habe da zu viel Bock drauf. Klar, wir wollen es auch zum Großteil realistisch immer hier gestalten, aber bei Regens, da schlägt mein Herz immer ein bisschen höher. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Weil der Mann wird natürlich vorne sofort wieder Stammspieler sein. Bernardo Guerra, absolut krank. Mit 19 einfach eine 87. Wie heftig ist das bitte? Wie unfassbar heftig. Dieser Mann. Ich mach's vor allem, weil die Optionen einfach sonst auch nicht so mega geil wären. Ich hätte wahrscheinlich Coman geholt und Greenwood dann auf die Stürmerposition gestellt. Wäre auch eine geile Geschichte. Aber mit dem Typ da vorne drin, glaube ich, werden wir einfach die Champions League holen. Und zwar ganz easy. Ja? Wir hätten sonst eigentlich auch Sancho jetzt die 7 gegeben. So nimmt hier der Ronaldo Regen sich die gleich wieder. Komm, ganz ehrlich. Auf sowas habe ich zu viel Bock. Auf sowas habe ich einfach zu viel Bock. Da bin ich zu sehr Ronaldo-Fan, als dass ich das nicht machen kann. Und die Werte sind ja komplett krank. Jetzt müssen wir ihm eigentlich nur noch ein bisschen hier einen richtigen Entwicklungsplan geben. Und dann ist das Cristiano Ronaldo, wie er lebt und lebt. Und das finde ich absolut geil. Ich hoffe, ihr seid damit auch fein, wenn ihr sagt, nee, macht das bitte nie wieder sowas. Wobei wir es ja auch schon bei AC Mailand gemacht haben mit dem Ibrahimovic-Regen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, aber ich finde, das ist einfach geil. Für die letzte Saison gab es aber dennoch noch einen richtigen Transfer, und zwar Tchouaméni von der AS Monaco zu Manchester United. Wieder ein Transfer für die Zentrale, und der ist der perfekte Pogba-Nachfolger jetzt dann am Ende des Tages. Übernimmt die Nummer 6 jetzt nach zwei Jahren, wo sie nicht mehr vergeben war. Ist Franzose, unfassbar talentiert. Offensiv wie defensiv, absolut krank. Und damit ist unsere Mannschaft, weiß ich nicht, also es ist ja nicht normal, wie gut die ist. Ein Van de Beek wird jetzt wahrscheinlich häufig nicht mehr im Kader stehen, weil der Typ jetzt einfach noch da ist. Absolut krank, wie diese Mannschaft sich entwickelt. Und ja, ich bin super zufrieden. Ich freue mich auch auf Guerra vorne drin. Ja, komm, lasst uns einfach die Champions League jetzt nochmal holen. Zum Abschluss, dann hätten wir nochmal ein richtig geiles Spiel. Oder wir nehmen halt ein Spiel in der Premier League mit. Das werden wir dann sehen. Ein paar Abgänge soll es auch noch geben, die ganz schnell im Überblick gleich, und dann geht's rein in die letzte Saison. Das Ende der letzten Sommertransferphase, Anzufahrt, die wechselt einfach in die Premier League zu Chelsea. Olmo wechselt auch in die Premier League zu Liverpool und Tchouaméni zu den Red Devils. Wir werden jetzt noch einen Spieler freigeben, und zwar Melor, der ist hier lange genug im Verein gewesen, hat unfassbar viel Geld verdient, kriegt jetzt nochmal 500.000 auf seinen Nacken, weil der ließ sich einfach nicht abgeben. Wir haben nochmal abgeben können, Diallo, Laret, Pellistri, allesamt verliehen und haben eine so gute Mannschaft, dass ich mir fast sicher bin, dass wir alles in dieser Saison nochmal abräumen werden. Jetzt springen wir in den Winter, Verträge werde ich, glaube ich, jetzt schon mal verlängern, und ja, dann sehen wir uns im Winter kurz wieder, und dann geht's in den Sommer und dann auch nochmal in ein selbstgezocktes Spiel. Januar, schnelle Runde. Ich will Titel fast schon sehen. Ja, 2 Punkte. Premier League, das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. FA Community Sheet haben wir wieder gewonnen. FA Cup sind wir noch drin. Carabao Cup, wie immer ausgeschieden. Den können wir einfach nicht gewinnen. Das ist der Wahnsinn. In echt hat da ja eigentlich City da immer ein Abo drauf. Gegen Brentford einfach ausgeschieden. Champions League sind wir weiter. OL, Free, los. Und 6 Siege aus 6 Spielen. Ab ans Saisonfinale. Natürlich nicht ganz bis ans Ende. Denn im Zweifel werden wir, ja, im Notfall den letzten Spieltag mitnehmen. Wir haben tatsächlich die freie Auswahl. Wir können das Champions League Finale gegen Everton nehmen. Oder das Finale im FA Cup gegen Tottenham. Aber ich sehe mich schon eher im Champions League Finale. Muss ich dann doch sagen, FA Cup, obwohl Champions League Finale sind wir halt immer. Das ist schon wieder schwierig. Gucken wir auf die Tabelle. Meister sind wir jetzt schon, 2 Spieltage vor dem Ende. Aber wir werden dann doch das letzte Spiel mitnehmen. Ist einfach ein bisschen schöner. Wollen natürlich aber wissen, ob wir hier diesen Titel vielleicht gewinnen. Die Mannschaft sieht soweit fit aus. Und damit springen wir rein. Gegen Tottenham wird es der FA Cup. Jawohl. Guerra mit dem Doppelpack und Tielemans trifft auch. Der letzte Premier League Spieltag war ja übrigens auch gar nicht so schlecht gewesen, also gegen Liverpool wäre auch schon geil gewesen. Aber das Champions League Finale nimmt man auch gerne mit. Vorher natürlich nochmal der Blick auf diese unfassbare Mannschaft. Guerra auf eine 91,
Fernandes auf einer 92, Rashford 92, ebenso wie Sancho, Rice 88, Tielemans 89, 89er Shaw, 87er Süle, 90er Varane, 87er Wan-Bissaka, 91er De Gea. Auf der Bank Martial 84, 89er Greenwood, 88er Nkunku, 89er Tchouaméni, den wir glaube ich im Finale auch spielen werden, Telles, Maguire, Henderson und dann auf der Tribüne Dalot, Lindelöf, McTominay und Van der Beek. Krank. Krankes Team. Diese Mannschaft ist wirklich der Wahnsinn. Und ganz ehrlich, wir haben doch gar nicht so viel gemacht. Was haben wir denn gemacht? Klar, Ronaldo Region. Wir sind echt nicht holen können. Hol von mir aus ein Haaland oder sowas, wenn das geht. Ich glaube zwar nicht daran, aber stell Greenwood in den Sturm. Dann passt das auch. Wir haben nur geholt in Nkunku, Tchouaméni, Tielemans und Declan Rice und halt Süle, aber auch Süle musst du nicht holen unbedingt, ne? Maguire weiß ich nicht, also ich würde es schon einen Innenverteidiger holen und Süle kriegst du halt umsonst, also wenn du dich gut anstellst. Und ja, wir haben nicht viel gemacht, wir haben die Mannschaft einfach ja, auf den wichtigen Positionen nochmal verstärkt und haben jetzt so eine bombastische Mannschaft und damit gucken wir nochmal auf die besten Spieler, die wir so haben. Boah, De Gea, Fernandes und Guerrero haben einfach alle Spiele gemacht, wenn ich das richtig sehe. Oder durfte Henderson mal spielen? Nö, null Einsätze. Die haben drei alle Einsätze gemacht. Die meisten Tore, Guerrero direkt in seiner ersten Saison mit 20. Unfassbar geil. Freue mich sehr auf den Typ. Und die meisten Vorlagen, die gehen an Bruno Fernandes. Und damit würde ich sagen, springen wir jetzt nochmal rein ins Champions League Finale. Champions League Finale und ein englisches Finale gegen Everton. Das erlebt man, glaube ich, auch nicht alle Tage. Die Favoritenrolle, sie ist klar wie nie. Und wir wollen heute diese, ja, der Beginn einer Ära-Folge mit dem Champions League Titel beenden. Und sie haben sich einfach im Derby gegen Liverpool im Elfmeterschießen durchgesetzt. Komplett krank. Unseren Weg habt ihr auch nochmal kurz gesehen da. Hätten wir auch mal raufgucken können. Quatsch, aber jetzt gehen wir rein. Gucken nochmal schnell auf die Startformation. So, unsere Aufstellung. Ja, eigentlich nur eine Sache, die ich wie gesagt verändert habe. Und zwar Tchouaméni reingestellt, weil ich einfach Bock auf den Mann habe. Es ist ein krankes Team von vorne bis hinten. Und ich bin mir so sicher, dass wir hier heute im Olympiastadion die Champions League mal wieder gewinnen werden. Wie selten. Weil, ja, wir sind so der haushohe Favorit gegen Everton, die mehr oder weniger glücklich hier im Finale stehen. Und wir sind dreimal in Folge englischer Meister geworden, haben den FA Cup dieses Jahr auch noch mitgenommen und sind letztes Jahr hier nur ganz knapp an Atletico de Madrid gescheitert. Und dementsprechend bin ich, ja, doch ganz guter Dinge. Aber die Mannschaft hier sieht gut aus. Gehen wir es mal durch. Im Tor Jordan Pickford, stark. Da vorne Viererkette mit Godfrey und Koundé in der Innenverteidigung. Nicolas Pepe auf der Bank, Mbabu Rechtsverteidiger, Dano Linksverteidiger, Schlager, Sigurdsson, Sanchez, Zuzek, Hauge und vorne Silva. Das hört sich absolut nach einer sehr starken Mannschaft an, aber wir sind zwei Nummern da drüber. Beste Chance, gleich für Guerra. Nach Zusammenspiel mit seinem Landsmann Bruno Fernandes. Die Ecke, die macht Luke Shaw. Die landet beim Gegner. Tchouaméni durchgesteckt. Guerra, das muss das 1-0 sein. Pickford, super Parade. Freistoß aus sehr guter Position. Es ist ein Spiel auf ein Tor. Und das ist eine Sache für Bruno Fernandes. Er macht das Ding. Aber Pickford ist wieder da. Guerra, Sancho. Sancho jetzt aber. Sancho. Und dann ist es Godfrey, der sich da reinwirft. Also es ist so ein Spiel auf ein Tor. Aber es steht 0-0. 0-0. Oh mein Gott, das... Nee. Nicht wirklich, oder? Erster Schuss von denen mit dem Halbzeitpfiff und hätten sie nicht direkt geschossen, wäre das 1-0 gewesen. Wir haben so viele Chancen und es steht 0-0 zur Pause in diesem Champions League-Finale. Guerra durch für Sancho. Sancho, Rückraum, Rashford. Das gibt's nicht. Es kann es nicht sein. Wir können kein Tor schießen. Oder? Es geht, glaube ich, wirklich nicht. Tchouaméni, One macht nochmal einen Lauf da hinten. Die Verteidiger blocken alles und wenn die nichts mehr blocken, dann ist Pickford da. Nochmal Guerra. Jetzt aber Bruno. Ich glaube, wir verlieren dieses Ding. Es ist der Wahnsinn, was hier passiert. Es ist der absolute Wahnsinn. Wir schaffen es nicht, ein Tor zu erzielen. Mit diesem Team. So, Guerra auf dem Flügel. Kommt nicht durch. So, da ist es, ja. Everton macht das Tor. Oh mein Gott, wir werden dieses Spiel verlieren. Ich schwöre es euch, wir werden
dieses Spiel nicht gewinnen können. Es ist der absolute Wahnsinn. Nkunku und Greenwood jetzt rein. Ich muss euch die Statistik zeigen. Wie glaubt man das ja sonst nicht? 11 zu 5 Schüsse. 5 Tore haben wir expected. Krank. Silver 1-0. Also, wenn wir das Spiel hier verlieren, ne, und wir werden es verlieren, ich glaube, ich packe FIFA 22 nicht mehr an. Ich glaube, das war's dann. Mason Greenwood. Nkunku. Nee, nein. Nein, es wird alles drin bleiben. Es wird alles drin bleiben. Das ist der Wahnsinn, wie wir dieses Spiel hier verlieren. Nkunku durchgesteckt, Guerra. Ich bin zu verunsichert, um zu schießen. Ich habe Angst. Ich spüre Angst. Ohne Spaß. Nkunku. Guerra. Ein Tor! Hilfe! Ich bin blank mit den Nerven, ne? Das ist so krank, dieses Finale. Es macht doch keinen Spaß gerade. Es macht einfach keinen Spaß, weil das so krank ist, was hier passiert. Wir gucken uns kurz das Tor an und dann gucken wir nochmal auf die Statistik. Weil das tut ja einfach nur weh. Ich bin so froh, dass dieser Ball irgendwie reingegangen ist. Guerra macht das super. Expected Goals bei beinahe 6. Es steht 1-1 in der... Ach, komm. Lass es. Mason Greenwood. Jetzt ist da nochmal eine Lücke. Mason Greenwood. Oh, Riesenchance. Kunku, Guerra. Guerra unterwegs zum Zweier. Der hat 5 Sterne Weakfoot. 5 Sterne. Hallo. Wahrscheinlich verzieht der Typ ihn dann so doll. Oh, ich spüre eine Niederlage. Ich spüre eine ganz dolle Niederlage gerade. Die Präsenz einer Niederlage ist da. Ich kann sowas riechen. Guerra. Vielleicht hat sich mein Sinn aber da auch getäuscht, denn der Ball auf Greenwood ist super. Mason Greenwood. Ja! Der ist drin. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er reingeht. Ich habe null damit gerechnet, dass er reingeht. Wir gewinnen dieses Scheißfinale gegen Everton. Ich weiß, wie die in dieses Finale gekommen sind. Die haben einfach Glück des Todes gehabt. Alter, es tut mir so leid, Liverpool, wie ihr gegen die im Elfmeterschießen ausgeschieden seid. Ich hätte so viel lieber gegen Liverpool sowieso gespielt. Nichts gegen Everton. Aber, oh mein Gott, war dieses Finale am Ende ekelhaft. Am Ende steht hier aber der Sieg. Was für ein Beginn der Ära, Ralf Rangnick bei United. Halbes Jahr als Trainer hier gewesen, nichts gerissen, nicht mal die Champions League Quali geschafft. Aber dann als Berater hier in der Funktion. Dreimal in Folge die Meisterschaft. Im letzten Jahr im Champions League Finale gestanden. Dieses Jahr das Champions League Finale auch noch gewonnen. FA Cup geholt. Also viel besser konnte es nicht laufen, aber dieses Finale hat mir echt alle Nerven gekostet. Wenn es euch aber gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Schreibt gerne Vereine rein, mit denen wir sowas nochmal machen sollen. Zum Beispiel, nur mal als Beispiel, Antonio Conte bei Tottenham. Beginn einer Ära. Neuer Trainer ist immer so das, was wir natürlich brauchen. Ansonsten gerne auch Vorschläge für normale Sprint to Glories, Experimente oder ja, andere Dinge halt. Und ja. Dann war es das von dieser Stelle von mir. Es hat Spaß gemacht, aber das Finale, das war echt ein richtiger Krampf. Und jetzt David de Gea darf den Champions League-Titel in den Himmel von Berlin recken.